Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit 100 Baby Challenge und wir sind wieder mitten dabei, denn sie ist gerade noch am Schneeschaufeln ohne eine Schaufel. Kann man machen. Und die Babys, wir haben mindestens ein Vampir-Baby und die werden wir am Mittwoch altern lassen, weil die wurden Montagabend geboren. Deswegen, wir haben ja die Regel immer 2 Tage danach, deswegen kommt das alles hin. Yay! Ich weiß nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, weil irgendwie gefühlt ist es 1000 Jahre her, dass ich aufgenommen habe. Aber das ist auch eigentlich wahr, weil ich meine, es kam dann ja weil letzten Samstag kam ja dann das nicht, sondern erst den Mittwoch davor und das ist ja dann schon noch länger her, weil ich dann ja das auch noch früher aufgenommen habe und ja, wieso muss er noch nicht zur Schule? Haben wir den zuletzt irgendwie gealtert gehabt oder so? Ich habe keinen Plan mehr. Scheinbar. Aber dann kann er ja schon an seinen Fähigkeiten arbeiten. Wow, jetzt kriege ich hier dieses Stipendien-Ding. Ich denke mir so, Bruder, hier will keiner studieren. In diesem Let's Play geht es darum nicht. Aber falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe ein an die Uni-Let's Play gestartet. Und dort könnt ihr natürlich gerne reinschauen. Und sie kann ja einfach mal ein Gemälde malen. Ein selbstsicheres. Wenn sie jetzt schon hier hinläuft, ist das schon fertig? Anscheinend. Okay, ich hinterfrag's einfach nicht, wie das aussieht. Sie fängt einfach direkt von sich aus ein neues Bild an. Perfekt. Oh, das sind diese neuen Figurbilder-Dingsi, ne? So, er hat sein Dings abgeschlossen. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann geht er auf Klo und dann kann er mental ja einfach seine Matheaufgaben lösen. Oh, sie hat noch ganz viele Sachen im Inventar. Es gibt eine 1. Ich glaube bei ihr. Stimmt das? Nein. Dann bei ihr. Okay. Dann dürfen wir dich auch direkt altern. Kerzen auspusten. Cool. Dann können wir auch direkt mit Creative Sim anfangen. Und ah, ich liebe den Creative Sim so sehr. Ich habe vor allem viele neue Sachen runtergeladen. Und deswegen freue ich mich noch mehr. Ich aktiviere, by the way, mal den Cars.FullEditMode. Denn dann können wir ihr auch Lashes und so geben. Weil ich das die ganze Zeit immer vergesse. Und sie ist düster. Und sie sucht den Seelenverwandten. So, und dann machst du cooles Geburtstagsherzen wieder drauf. Die Frisur mit den Hörnern finde ich jetzt gerade aber nicht so gut eigentlich. Was ist das? Was? Ich will es nicht ausprobieren. Deswegen gehen wir einfach in erstellte 1 Sim ändern. Olivia ist jetzt wählerisch beim Essen. Na gut. So, und jetzt ist die Frage, macht sie jetzt einfach ein Schulprojekt? Ich denke ja. So, die anderen werden halt auch sehr, sehr schnell dann halt altern können, weil die sind halt auch schon hier direkt da oben. Und deswegen, ja, dann sind die auch bald soweit. So, und das Kind braucht Pflege. Ich schließe mal ihre Tür ab für jeden außer Melody, damit sie halt immer direkt zu den Kindern gehen kann und nicht die anderen immer die Kinder dann blockieren. Ich hoffe, bald zieht schon wieder jemand aus, damit wir neue Kinder zeugen können. Weil das ist immer das, was halt am interessantesten ist. Realistisches Gemälde also. Ah ja. Da sehe ich sie auf jeden Fall. Yay. Das Projekt ist fertig. Aber ich glaube, sie hat ihre Fähigkeit noch nicht fertig hochbekommen, oder? Nee, nicht ganz. Aber sie kann zumindest schon mal ihre Hausaufgaben machen. Da kann sie auch Logik lernen. Wie die mir aufzwingen wollen, dass sie halt studieren soll. Ich denke mir so, sie hat bisher 30 Kinder auf die Welt gebracht. Und dann soll ich sie jetzt noch studieren gehen. Ah ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben ja nur 2 Babys gerade noch im Haus und keine Ahnung was so.
Erstmal studieren gehen, oder? Die Zusatzarbeit ist auch fertig. Bist du mit deinem Level ist aber nicht fertig, leider. Das ist schade. Kannst du dann vielleicht einfach dein Buch lesen, übermalen? Will er mir jetzt ernsthaft erzählen, er ist schon fertig? Das Buch ist einfach weg. Was zur Hölle? Ja, und dann muss ich ihm halt sagen, er soll selbst zeichnen. Ich meine, das können wir ja auch verkaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Er hat ja Level 3 schon, aber er macht das auch zu Ende. Dann können wir das verkaufen. So, ich wünsche euch allen viel Spaß in der Schule. Ihr dürft alle ganz fleißig lernen. Hallo, geht zur Schule? Seid ihr behindert? Ich lasse die Babys später altern, weil ich gehe ja davon aus, dass halt die Kids auch älter werden. Und dann können wir die alle gemeinsam in den Creative Sim stecken. Sie macht einen Schneeengel. So, und es gibt gute Noten, gute Noten. Gute Noten. Das sind ein paar gute Noten. Das freut mich sehr. So, und du bist immer noch Zweierschüler, das ist okay. Du bist Einserschülerin direkt geworden. Da kannst du direkt ausziehen. Das freut mich sehr. Er wird mal alt. Happy Birthday again. So. Und sie ist noch kreativ geworden. Dann nochmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Als nächstes bist nämlich du dran. Die gute Olivia. Glasurproblem. Probieren bitte. Happy Birthday auch zu dir. Yay! Und sie ist Hundefreundin und Tierfreundin. Und da kommen jetzt auch Geburtstagskerzen drauf. Quinn. Die ist natürlich auch bereit. Und auch zu dir. Alles Gute zum Geburtstag. Yay! So, und sie ist eifersüchtig und Partylöwin. Und natürlich kommen da jetzt direkt auch wieder Kerzen drauf. Die beiden sind schon cute. Kannst du nicht sagen. Aber die werden natürlich noch umgestylt. Oh, yes. So, du bist Dreier-Schüler noch. Aber die beiden Kids werden ja auch gealtert. So, los geht's. Du bist. Heikel? Na gut. Die teleportiere ich dann gleich einfach raus. So, und du bist unabhängig. Cool, dann kann sie sogar aufs Klo gehen. Yeah! Das ist doch das, was wir wollen. Und dann geht's jetzt in den Creative Und sie kommt jetzt aus der Familie raus. Was geht da ab? Kannst du mal kurz. Danke. Vielleicht läuft hier draußen ja auch gerade jemand rum. Oh, das können wir verkaufen. Cool. Also 67 geschenkte Dollar nehme ich gerne. So, den hatten wir schon. Irgendwann werden wir alle Männer durchhaben und das ist nicht so gut. Gut, dann müssen wir tatsächlich mal raus aus unserem Haus. Und dann gehen wir irgendwo hin. Wir gehen einfach mal nach Oasis Springs und dann gehen wir in diese Bar und vielleicht sind da ja Leute. Und dann können wir da vielleicht einen Typen uns holen. Last Exception-Meldung, juhu. Für geizige Sims ist das ja gerade gut. Da bin ich dabei. Da bestelle ich doch Happy Hour Getränk. So, und dann nehmen wir
Zack und weg. Da sehe ich mich. Wollen wir ein Landgrabkind haben? Eigentlich schon, ja. Hi, bezaubern vorstellen. Los geht's. Hey, warum bricht es das ab? Ich möchte mich bezaubern vorstellen. Hello, ich werfe hier gerade Rosenblätter über dich. So, und dann betören wir ihn natürlich direkt. Ich glaube, wir haben hier nichts zum Tech der Mächte. Das ist die Frage, was tun wir? Stellen wir einfach einen Busch auf? Ja, das ist am einfachsten, ne? Da fällt doch gar nicht so auf. Doch, tut er doch nicht voll, aber egal. Egal, egal. So, und dann machen wir uns weiter an ihn ran. Das wird schon klappen. Mortimer sieht das gerade und ist richtig aggro auf mich. Aber egal. Ich meine, wir sind nicht zusammen so. Er hat einfach keinen Grund, irgendwie eifersüchtig zu sein oder so. Ich meine, ja, wir haben gemeinsam ein Kind, aber wir waren ja nie zusammen. Deswegen, eigentlich ist es richtig dumm, dass er jetzt so sagt, wie kannst du nur mit jemand anderem? Ne, weil ich meine, er wusste ja auch, dass wir vorher schon einige Kinder hatten und so. Deswegen ist es eigentlich nichts Neues. Er hasst mich. Warum? Warte. Warum kann ich ihn betören nochmal? Schnelle Wiedergutmachung. Ja, bitte. Kann ich? Warte. Ich möchte ihm einfach sagen, dass er gehen soll. So, und jetzt möchte ich bitte meinen ersten Kuss erleben mit ihm. Im Buschbaby machen. Komm, komm, komm. Jetzt muss das nur funktionieren. Ja, es hat funktioniert. Cool. Dann kannst du auch nach Hause gehen. Gut, ich habe zwar diesmal nicht so viel aufgenommen wie sonst, aber ich muss gleich nochmal los und deswegen würde ich sagen, ich beende einfach die Folge hier. Ich hoffe, die ist trotzdem genauso lang wie sonst ungefähr. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber ja. Wir haben auf jeden Fall viel erreicht. Es sind viele Kinder gealtert. Wir sind wieder schwanger. Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und sonst läuft es eigentlich ganz gut, denke ich. Wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!